wissen Sie zufällig, wo es in Studio 1 geht? Nein, aber ich gehe in Studio 6. Wenn du willst, kannst du gerne mitkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Velototal TV. Und das seht ihr heute. Wir waren mit dem Gunja XC Carbon Disc Crossrad unterwegs, haben für euch die besten Weihnachtsgeschenkideen zusammengestellt. Und heute bei uns im Studio ist Mike the Bike, Mike Kluge. Heute bei uns im Studio ein dreifacher Weltmeister, den Weltcup-Gesamtsieger Mountainbike. Einen dreifachen Trainer-Weltmeister. Ich darf heute begrüßen bei uns im Velototal TV-Studio Mike Kluge. Hallo Mike. Hi Jan, hallo. Wie geht's dir? Soweit eigentlich geschmeidig. Der Tag fing heute ein bisschen später an, weil ich gestern Abend relativ lange unterwegs war mit der Anreise, aber ansonsten alles grün Bereich. Du bist dreifacher Weltmeister, das sind deine größten Erfolge. Du bist Mountainbike-Gesamt-Weltcup-Sieger. Du bist der einzige Mountainbike-Weltcup-Sieger in der Geschichte des Mountainbike-Sports in Deutschland. Und du bist dreifacher Trainer-Weltmeister. Das sind krasse Erfolge, einzigartig. Also, was hast du dazu zu sagen? Na, im Großen und Ganzen ist es natürlich so, man muss natürlich als Sportler logischerweise seinen Marktwert schaffen, den ich natürlich durch diese drei WM-Titel erstmal erreicht, dann durch den Mountainbike-Gesamt-Weltcup, was mir persönlich sehr wichtig war. Und da natürlich ist es nicht logisch, dass man, wenn man so erfolgreich ist, also für sich selber, das auch als Trainer rüberbringen kann. Und das ist insofern eigentlich für mich sehr praktisch und lief optimal, weil ich ja auch viel so Bike-Events gebe, also da auch Personal-Training. Und somit ist es auch eigentlich relativ stimmig. Mir fällt nur das Wort Fokus ein. Ja, Fokus war, ich glaube, für mich eine sehr wichtige Entscheidung, die ich damals 92 getroffen habe, als ich zum dritten Mal Weltmeister geworden bin. Ich wollte einfach so meine Ideen, die ich hatte, die mir aufgefallen sind, während meiner Rennen eigentlich schneller einfließen lassen. Und so kam ich damals mit meinem Partner Hans-Jörg Fohrer, den ich aus den Crossrennen schon kannte, auf die Idee, lass uns mal eigene Räder machen. Das war einfach dahergesagt, aber das war doch Programm gewesen. Ich kann mich erinnern, das war 1995, da war ich sogar mal Teamfahrer im Mike Kluge Focus Team. Ja, ich kann mich nur gut erinnern. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil damals warst du der Teamchef, heute bist du hier auf der Besuchercouch. Da gab es viel zu erzählen, glaube ich, 95. Das war eigentlich mit eins deiner Highlights. Ich denke mal, es ist wichtig, wenn man ein Fahrrad auf dem Markt hat, braucht man natürlich auch Feedback von mehreren Leuten. Also braucht die deswegen eine Mannschaft. Und so kam ich dann damals auf den Tobias Nestle, Jörg Ahrens und dich. Dazu kamen nachher noch Jens Reuker und Christian Wasmer. Und somit habe ich natürlich eine Möglichkeit gehabt, von vielen Fahrern einfach Informationen zu kriegen, ob die Ideen, die ich letztendlich einsetze auf meinen Rädern, ob die Tatsache auch stimmig sind. Manchmal ist man ja so ein bisschen fachblind und von daher ist es schon gut, um sich herum ein Team zu haben mit verschiedenen Sportlern. Dazu war für mich wichtig gewesen, dass ich Fahrer an Bord habe, die auch eine gute Stimmung, eine gute Ausstrahlung haben. Also positive Energie ist unheimlich leistungsfördernd. Und ja, von daher haben wir auch damals viel erreicht. Alle wurden irgendwie mal deutscher Meister und waren Nationalfahrer. Und von daher, glaube ich, haben wir das mit dem Team damals richtig gemacht und sind, glaube ich, auch gut aufgefallen, was natürlich ein sehr PR-Wert war, der nicht unwichtig war in der Geschichte und in der Entstehung mit Focus. Jetzt holen wir mal ein bisschen aus. Du bist, wie gesagt, dreifacher Cross-Querfeld-Ein-Weltmeister. Das ist deine Basis gewesen. Dann bist du, glaube ich, direkt danach ist ja dieses Mountainbike-Thema Ende der 80er erst in Mode gekommen. Vorher war ja der Cross-Sport, du warst, glaube ich, 88 das erste Mal Weltmeister? Oder? 85 das erste Mal. 85. Ja. Das ist, da wurden ja die ersten Mountainbikes erstmal erfunden. Und du kamst ja dann Ende der 90er in diesen Mountainbike-Sport. Und hast aber gleich dominiert.
Was? Na gut, der Mountainbike-Sport fing ja damals in der Nähe von San Francisco an, ich glaube so um 75 war es gewesen, schwappte dann so langsam peu à peu rüber nach Europa und dann Ende der 80er Jahre ist er dann grob angekommen. In Deutschland meine ich jetzt, in Deutschland ja. Wurde der Ende der 80er erst populär, genau. Ja, und ich war zu dem Zeitpunkt in Amerika, weil ich einfach mal ein Jahr Auszeit genommen hatte, nachdem ich zum zweiten Mal bei den Olympischen Spielen nicht nominiert worden bin. Und da rief man... Kurze Zwischenfrage. Olympische Spiele, Straßenrennsport. Richtig, genau. Ja, ich war ja auch in der Straßennationalmannschaft gewesen, im Olympiakader und war da eigentlich auch recht erfolgreich. Eigentlich fing ja das auf der Straße erstmal an, weil da... Also die Basis... Kommt die Basis von der Straße. Straße. Richtig, genau. Von der Straße zum Querfeldeinsport? Genau, richtig, vom Querfeldeinsport zum Mountainbikesport? Gut, zwischendrin waren noch 6-Tage-Rennen, die wollte ich auch unbedingt mal erlebt haben, damit ich so alle Disziplinen, die man so im Radsport machen kann und betreiben kann, mal gemacht habe. Und jede Disziplin hat natürlich auch seine Schwerpunkte, aus denen man wiederum etwas entnehmen kann für die andere Disziplin. Also von daher waren die Erfahrungen sehr gut. 6-Tage-Rennen warst du auch erfolgreich? In München zum Beispiel, soweit ich mich als kleines Kind beim Zugucken erinnern kann. Ja, eine Nacht habe ich mal gewonnen, aber das hielt sich in Grenzen, was auch in der Kürze gar nicht anders möglich war. Wir haben aber noch einen fünften Punkt. Du bist Downhill-Weltcup-Sieger in Kaprun. Da war ich sogar mit dir am Start. Als 15-Jähriger, du damals, weiß nicht genau, wie alt du warst damals, aber habe ich live miterlebt, muss ich gestehen, und habe ich live gesehen, wie du da gewonnen hast. Was sagst du dazu? Na gut, Geschwindigkeit hat mich eigentlich schon immer fasziniert und ich glaube, ich bin eigentlich zum Fahrradfahren deswegen gekommen, weil es irgendwo auch wieder bergunter geht. Und von daher kam da natürlich dieser Speed denn, dazu, der mich extrem gereizt hat, einfach ein Rad zu beherrschen am Limit und das teilweise halt auch unter Stress, unter gewisser Gefahr und Angst. Und da richtig zu reagieren, ist natürlich nicht unwichtig. Das habe ich von dir gelernt. Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Hat mir jetzt in Flensburg viele Punkte beschert, aber zumindest ist nichts passiert, kein Unfall bis jetzt. Also bin du gut durchgekommen. Das war dein Spruch damals, den habe ich mir angenommen. Und ja, beim Fahrrad extrem wichtig, weil so Laufräder geben ja so eine Kreiselwirkung, ne, die stabilisieren ja. Und desto schneller die eigentlich laufen, desto stabiler ist man unterwegs. In dem Moment, wo man so ein Rad zum Stillstand bringt, ist diese Stabilität weg und alles, was danach kommt, geht extrem schnell und man hat wenig Zeit zum Reagieren. Deswegen, die Zentrifugalkraft quasi. Genau, richtig, ja, diese Fliehkräfte. Die stabilisiert ja quasi den Mittelpunkt. Ja, ja. Im Grunde irgendwie so ein Kreisel, den man dreht, der ist ja auch so lange stabil, solange er sich klingt dreht. Logisch. Und das sind natürlich wichtige Merkmale und auch Erfahrungen, wenn man die weiß und kann damit umgehen, dann hat man natürlich einen entscheidenden Vorteil. Ja, Mike, die Cross-Saison ist ja gerade am Laufen und wir haben für euch jetzt einen passenden Test dazu. Ganscha ist in der Radcross-Szene keine unbekannte Marke mehr. Mit dem Ganscha KMC Racing Team müssen sich die Bikes des Herstellers jedes Wochenende auf der Rennstrecke erneut unter Beweis stellen. Dass die Qualität passt, zeigen die zahlreichen Erfolge des Teams. Grundlage des Rades ist der CX-Carbon-Disc-Rahmen. Innen verlegte Züge verhindern lästige Kabel, zum Beispiel beim Schultern des Rades. Der 130 mm Hinterbau sorgt für eine optimale Kettenlinie. Mit 1050 Gramm ist der CX-Carbon-Rahmen ein echtes Leichtgewicht. Ganscha baut vornehmlich auf Camper-Ausstattung und so wurde auch bei unserem Testbike auf die Italiener zurückgegriffen. Der Corus ErgoPower Carbon-Bremshebel verrichtet unabdinglich seine Dienste und sorgt für optimale Bremswirkung. Das CX-Carbon-Disc überzeugt dank des Versatzes der Gabel sowie des Lenkwinkels mit einer besonders hohen Spurstabilität. Dennoch ist das Rad ausreichend wendig. Das verbaute ErgoPower-Schaltsystem zielt auf Wettkampftauglichkeit. Alle Gänge können in einer Bewegung geschalten werden. Die FSAS-Leitkurbel hat mit 3646 eine crosstypische Übersetzung.
Um das Rad für den Käufer preislich attraktiv zu halten, hat es das im Verhältnis zur Corus kostengünstigere Athena-Schaltwerk montiert bekommen. Ganscha produziert auch eigene Laufräder. Unser Testbike besitzt einen eigens für Radcross optimierten Laufradsatz. Bei den Schlappen vertraut der Hersteller seit Jahren auf Fall-Challenge-Reifen, die eine höhere Seitensteifigkeit ermöglichen sollen. Das Handling ist auf Schlamm, Schnee und bei hoher Geschwindigkeit sicher. Trotz des leichten Rahmens ist die Kraftübertragung auf hohem Niveau. Fazit? Ein Wettkampfrad, das durch technische Raffinessen mit Funktion überzeugt. Mit einem Wechsel zur Schlauchreifenvariante wäre das Rad für den Wettkampfeinsatz gut gerüstet. Der Preis liegt bei unserem Testrad bei 2.990 Euro. Das war unser Produktvideo und ich habe hier eine Insider-Information bekommen. Da läuft wieder was mit Fokus. Das stimmt, ja. Gerade letzte Woche habe ich wieder einen Vertrag unterschrieben bei Derbycycle. Der Thomas Reit, der Geschäftsführer von Derbycycle, hat mich beispielsweise zurückgeholt. Er fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, für Fokus wieder beratend back to the roots zu werden. Genau. Und du hast es erfunden. Genau, also 92, schon eine ganze Weile, und schon eine ganze Weile her. Nicht nur das Fahrrad, auch Ford? Gut, ja, die Namensrechte für Ford hatten wir uns auch damals gesichert, weil in dieser Warenzeichenklasse 12 sind Fahrzeuge zu Land, zu Luft, zu Wasser beinhaltet und somit war das mit dabei gewesen. Aber das Fahrthema war natürlich das, was mir damals was wichtig war, wo ich einfach meine Ideen umsetzen wollte. Ja, und heute, nachdem ich jetzt 5 Jahre eigentlich aus dem Geschäft mit Fokus raus war, bin ich jetzt wieder dabei. Freue mich, es sind viele interessante Aufgaben, die ich da machen werde. Back und, to the roots. Glaube, es wird sehr spannend sein. Wir haben im Moment auch gerade richtig gute Mountainbikes und Straßenräder am Start mit absoluten Top-Tests. Ja. Also, es geht definitiv den richtigen Weg. Also freut mich, weil die 90er werden ja jetzt sowieso wieder Mode. Also ich habe letztens ein Eminem-Video gesehen und da waren wirklich, der baut voll auf die 90er. Also es ist generell ein heißes Thema und jetzt kommst du zufälligerweise auch wieder zu Fokus. Also es passt irgendwie alles toll zusammen. Was treibst du so im Moment eigentlich? Gut, die letzten Jahre war ich eigentlich so mit Events beschäftigt. Also für Robinson mache ich so Bike-Wochen, wo die Leute im Grunde eigentlich mit mir eine Woche unterwegs sind und sie lernen praktisch Fahrtechnik, Fahrradtechnik, einfach alles, was mit dem Fahrrad zu tun hat. Und das ist natürlich mit viel Spaß, auch so mit Beachvolleyball und Segelturns mit dabei. Also Robinson Club, der Club, diese... Der Reiseanbieter, genau. Der Reiseanbieter, genau. Alles klar. Die Sachen machen, muss ich ehrlich sagen, machen mir selber extrem viel Spaß, weil ich mache davon nur 2 oder 3 Events im Jahr. Dazu mache ich noch so 24 Stunden drin, so ein 8er-Teams, Mountainbike, mache ich Duisburg, München und Rad am Ring. Sauber. Macht eigentlich auch viel Spaß. Also Leute können sich im Grunde da einbuchen. Informationen gibt es dann praktisch über meine Website mike-kluge.de. Du fährst dann mit? Oder? Und ich fahre dann logischerweise mit, ja. Und bisher war ich eigentlich immer noch der Schnellste. Ich hoffe, es bleibt auch noch ein paar Jahre so. Das heißt, also in der Mannschaft. Also ich organisiere logischerweise alles drumherum und fahre sehr mit. Also die Belastung ist dann schon hoch, aber ich muss ehrlich sagen, diese 24-Stunden-Rennen machen mir extrem viel Spaß. Diese Stimmung, wenn es in die Nacht reingeht und wird dann mit Licht gefahren. Nachts fahre ich dann wir sehen die gleiche Zeit wie tagsüber. Also wenn man weiß, wie es funktioniert und richtig beleuchtet ist, dann ist man da schnell unterwegs. Ja, also nicht nur Geschwindigkeit bringt Sicherheit, auch die richtige Technik. Definitiv. Ausrüster. Du warst ja schon immer Material verbunden, stark Material verbunden. Du hast auch einiges geprägt, auch in der Szene. Ich habe da nur irgendwas mal mitbekommen, dass du eigentlich den Lockout erfunden hast. Was ist da dran? Naja, letztendlich haben wir das nicht umgesetzt. Mein Wunsch war es damals gewesen, 93, die Möglichkeit zu haben, irgendwie die Federwirkung ausschalten zu können oder vielleicht irgendwie einen Losbrechmoment, bis sie denn erst anspringt, damit ich sage, wenn ich vorsichtig im Wiegetritt fahre, dass nicht meine Energie in der Federung verloren geht. Naja, aber das Thema war gewesen, es hieß, die muss immer laufen, es bietet nur Vorteile, keine Nachteile. Okay. Und damals, die Gabel kam ja rund, Fork, das war ja praktisch der Vorgänger von Magura hat der Rund später dann aufgekauft.
Er hat natürlich vergessen, dass der Motor beim Motorrad im Rahmen drin ist. Und als Radsportler ist man ja extern, also man tritt ja von oben drauf und dann logischerweise auch in die Federelemente und dann verschwindet die Energie. Und da hätte ich mir gewünscht, so ein Lockout-System zu haben. Und dann kam irgendwie 3, 4 Jahre, 5 Jahre später kam dann RockShox damit auf den Markt und damit war das Ding letztendlich verschossen. Und auch nachher das Nachziehen dauerte eigentlich relativ lange, weil ich möchte logischerweise mit dem Material, ich möchte Vorteile haben, keine Nachteile haben. Und wenn es die Technik ermöglicht und hergibt, möchte ich logischerweise halt so eine Gabel sperren können, damit meine Kraft 1:1 wirklich am Pedal und am Boden ankommt. Ja. Ich kann mich noch erinnern, das war mal ein Fernsehausschnitt, da ging es um ein Weltcuprennen, wo du geführt hast. Und da ist irgendwas abgebrochen und da hast du wie ein Teufelchen geflucht und hast, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das Rennen noch gewonnen hast oder nicht. Das war ewig lang her, aber du hast immer viel getestet mit Material und da ist mal irgendwas schiefgelaufen. Na gut, ich war ja nun in der Anfangsphase des Mountainbike-Sports dabei gewesen. Also da kam ja erstmal diese Eisenschweine auf den Markt, ne, diese richtig schweren Räder. Dann fing man an, die zu tunen, daraus wurde ein Aluminium. Dann hat man dann teilweise Chromoly-Vorbauten in Verbindung gebracht mit dem Aluminium-Lenker. Dann ist die Lenker damals abgebrochen. Also da hat man schon was, viel... Was, die ist ein Lenker abgebrochen? Ja, dreimal sind sogar Lenker abgebrochen, weil die das nicht ausgehalten haben, den Druck. Es haben sich Reifen auf der Felge gedreht, als die Scheibenbremsen auf den Markt kamen damals, weil die Mäntel praktisch auf der Felge gerutscht sind und dann reißen die auf einen Schlag das Ventil ab. Und wenn halt so auf der Abfahrt voll verzögerst und beide Ventile sind weg und die Luft ist sofort raus, hast du halt keine Kontrolle mehr über das Fahrrad. Ja, so habe ich, also muss ich ehrlich sagen, bin ich froh, dass ich da eigentlich relativ unverletzt bei rausgekommen bin, weil diese Zeit, da wurde extrem viel getestet, ja, getuned, ausprobiert. Ja. Auch die Sattelstützen, die wir ja selber dann auch nochmal durchbohrt haben, um da die Züge durchzulegen, die sind abgebrochen und aber oft auch Glück gehabt, weil so eine abgebrochene Sattelstütze in den allerwertesten zu kriegen, ist eine langwierige und schmerzhafte Sache. Also man kann sagen, letztendlich ist irgendwie alles am Rad irgendwie mal abgebrochen, weil es einfach unter voller Belastung getestet wurde und es eine neue Sportart war. Und da du ja einer der Ersten warst, der die Sportart, sag ich jetzt mal, erfolgreich umgesetzt hat, hast du es natürlich maximal getestet. Und da ist natürlich toll, wenn dann im Nachhinein doch nicht so viel passiert ist. Also, Gott sei Dank. Und ich meine, es ist auch wichtig, weil letztendlich will ich ja mit einer gewissen Sicherheit nachher im Endeffekt dann in Wettkampf fahren. Also muss ich halt im Training solche Sachen halt ausprobieren. Ja. Genauso das Reifenthema war extrem wichtig gewesen. Damals liefen die Reifen geradeaus relativ okay. Es gab auch eine gute Traktion, aber ja, das Problem war gewesen, wenn du im Grenzbereich bist, also wenn du surfst, in der Schräglage, wenn der Grip abreißt, dass du eine Vorankündigung hast und wenn du die Ahnung hast und das Wissen hast, dann kann man noch reagieren, bloß wenn das Profil das nicht zulässt im Gelände. Kurze Zwischenfrage, das kann man aber auch bei dir lernen, bei dir in deinen Seminaren, diese Vorankündigung. Vollkommen richtig. Okay. Es dreht sich auch gerade da, sich richtig im Grenzbereich zu bewegen, weil oft auf dem Mormel, wenn man schnell unterwegs ist und man verliert den Grip, dann ist ja erstmal die Angst wird extrem dominant meistens kommt das Bremsen dazu. Und ich meine, eigentlich ist es sehr logisch, wenn der Reifen erst bei den Grip verliert und der dazu noch die Aufgabe kommt, noch abgebremst zu werden, sagt der Reifen, sorry, ich bin raus und du fliegst logischerweise sofort hin. Also in so einem Fall eigentlich gucken, dass man sein Gewicht vom Vorderrad wegnimmt, dass der Reifen sich wieder fangen kann, Grip wieder bekommt. Und wenn man das schnell genug macht in seiner Reaktion, dann kann man so einen Sturz vermeiden. Zumindest man hat ein bisschen länger Zeit, um vielleicht den Fuß aus dem Pedal zu kriegen und nicht einfach aufs Knie aufzuschlagen. Das reicht ja in manchen Situationen auch schon aus. Also ehrlich gesagt, wollen wir da nicht weiter ausholen, weil mir ist auch schon mal ein Lenker gebrochen in so einer Kuhle, in der Abfahrt mit Vollgas in dem Punkt. Und das kann man, ich denke mir, in der heutigen Zeit passiert das auch überhaupt nicht mehr, weil die Sachen sind so dermaßen gut durchgeprüft worden. Ja. Also früher haben wir das öfters erlebt. Ich war ja auch Anfang der 90er noch aktiv in dem Sport. Und früher haben wir das öfters erlebt, dass irgendwas abgebrochen ist. In der heutigen Zeit ist das, kann man sagen, hundertprozentig sicher geworden, oder? Definitiv. Sicherlich gibt es für einige Komponenten halt auch Gewichtsreduzierung. Das heißt, also da darfst du halt nicht rauf mit 120 Kilo. Und man darf ja nicht vergessen, wenn man halt in so eine Kompression reinfährt, kann sich ja manchmal so ein Gewicht vervierfachen. Und das muss ja dann so ein Rad letztendlich auch aushalten. Also von daher, wenn man selber aktiv auf dem Rad sitzt, wunderbar. Wenn ich aber, ich sage mal, wie so ein
Sack auf dem Rad drauf sitze und fahre in so eine Kompression rein, dann ist das Material einfach im Grenzbereich fliegen halt auch letztendlich immer Sachen weg. Deswegen gibt es ja jetzt für jede Sportart, wie zum Beispiel Downhill, gibt es spezifische Downhill-Parts. Für Rennrad, Leichtgewichte, Bergfahrer gibt es spezielle Leichtbauparts. Für Rolleure gibt es, sage ich jetzt mal, kompakt. Also es gibt für alles eine klassifizierte Produktgeschichte. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Ja, also wir haben da mal einiges zusammengestellt. Wir haben die 10 besten Weihnachtsprodukte in Form eines Teasers so bereitgestellt und den sieht ihr jetzt. Das neue Konzept des Astute-Sattels basiert auf der Verwendung des neuen Tri-Density NES-70 System, das aus 3 Schaumstofflagen mit unterschiedlicher Dichte hergestellt wird. Damit erreicht man ein weicheres Polster vorne und eine härtere Oberfläche am hinteren Ende des Sattels. Dank ihrer verschiedenen Dichte garantieren diese 3 Spezialschaumstoffe die Stabilität der Originalform des Sattels selbst bei starker Beanspruchung. Der Astute Sky Carb VT ist leicht, funktionell und besticht durch seine optische Form. Ein ideales Geschenk für Biker, die auf perfekte Funktionalität und ein tolles Design Wert legen. Erst der Mensch, dann das Rad. Die richtige Sitzposition auf dem Rad ist das A und O für eine optimale Kraftübertragung und beschwerdefreies Radfahren. Spezialist Radsport Buchstaller bietet Ihnen professionelle Vermessungen an. Schenken Sie Ihren Radsportbegeisterten Liebsten einen Gutschein zu Weihnachten. Damit Sie aber auch sicher gehen können, dass die empfohlenen Werte wirklich optimal für Sie und Ihren Einsatzbereich geeignet sind, können mit dem Fitfinder alle denkbaren Sitzpositionen simuliert werden. Das Radsport-Fritz-Buchstaller-Team hat die nötige Erfahrung. Lassen Sie sich vom Profi für Triathlon, Mountainbike und Straßenrennsport beraten. Der Casco Diamo Road ist ein wahrer Allrounder für sportliches Rennradfahren. Mit seiner hervorragenden Passform und dem einfach einzustellenden Verschlusssystem sitzt er perfekt auf dem Kopf und bietet optimalen Schutz. Durch ein Polycarbonat-Skelett ist laut Hersteller ein Auseinanderbrechen des Helmes selbst bei Mehrfachaufschlägen ausgeschlossen. Der verbaute Insektenschutz ist aus Aluminium und damit robust und erhöht kaum das Gesamtgewicht. Das Langarm-Trikot von Cycwear ideal für die kältere Jahreszeit geeignet. Hergestellt aus 100% Polyester, atmungsaktiv, leicht gefüttert und für eine optimierte Wärmespeicherung innen angeraut. Das Trikot hat 3 Rückentaschen, YKK Full Zip verdeckt und durchgängig mit Klapp-Stopp-Funktion ausgestattet. Die Radtrikots und Radhosen der Cycwear Radsport-Kollektionen sind auch untereinander fast immer kombinierbar. Die Marke bietet ein buntes Programm mit Top-Qualität zum erschwinglichen Preis. Rad- und Biketouren mit Fahrtwind. Fahrtwind ist Anbieter von über 23 Transalp-Touren zu 113 möglichen Terminen. Auch im Programm 4 Routen als Zwei-Level-Tour, 15 unterschiedliche Mehrtagstouren, 3 Reisen in Europa wie Italien, Spanien und Schottland. Es ist für jeden Anspruch was dabei. Traumhafte Panoramen, verschiedene Schwierigkeitsgrade und exotische Kulturen mit dem Bike erleben. Das Erfolgsrezept von Fahrtwind liegt neben den kleinen Gruppengrößen vor allem in einer sehr persönlichen Reiseabwicklung durch das mittlerweile 30-köpfige, kompetente Team. Mit einem Gutschein für Ihre Liebsten bereiten Sie Erlebnisse auf dem Rad der besonderen Art. Herkelmann. Edel und stark. Die Luftikus XL ist eine erstklassig verarbeitete Hochdruck-Standpumpe aus Aluminium. Nur 22 Hübe von 0 auf 2 Bar beim 50 bis 622 Big Apple Ballonreifen. Das ist Rekord. Die Oberfläche blitzt in Aluminium poliert und wirkt wie aus einem Guss. Großes Manometer mit Anzeige in Bar und PSI. Der Maximaldruck liegt bei 16 Bar. Die Pumpe passt für alle gängigen Ventile. Ein edles Geschenk für die Ewigkeit gebaut. Die Lupine Pico 4 gilt nicht ohne Grund als beste Helmlampe weltweit. Ultra kompakt und enorm leistungsstark. Die inzwischen 4. Generation der Pico besticht durch noch mehr Leuchtkraft und mehr Akkukapazität. Der Lampenkopf ist mit nur 55 Gramm ein echtes Fliegengewicht und kaum auf dem Helm zu spüren. Durch das umfangreiche optionale Zubehör wie Stirnband, GoPro-Halter und Schnellspanner ist die Lampe vielseitig und das ganze Jahr einsetzbar. Die Pico 4 gibt es in 2 Ausführungen. Ortlieb Seatpost Bag. Für jede Tourlänge gibt es die passende Größe, SML. Rennradfahrer bevorzugen die kleine Variante mit 0,8 Liter Stauraum. In der Ausführung L stellt die Saddlebag eine echte Alternative zum Rucksack dar, da sie Ausrüstung und Proviant für eine ausgiebige Tagestour verstaut, wie Jacke, Flickzeug und jede Menge Powerriegel.
Die Saddlebag wird dezent unter dem Sattel mit dem verstellbaren Klickverschluss montiert und fungiert an dieser Stelle sogar als Spritzschutz bei Rädern ohne Schutzblech. Oval Laufradsatz 733. Der Oval Aero Straßenlaufradsatz ist jetzt auch Shimano und SRAM 11-fach kompatibel. Das Hinterrad hat 24 Aero-Speichen und wiegt gerade mal 815 Gramm. Das Vorderrad ist mit 20 Speichen bestückt und wartet mit 650 Gramm auf. Der Laufradsatz besticht durch eine hohe Steifigkeit und extreme Laufruhe. Das Design ist klassisch neutral gehalten und passt damit optisch zu jedem Renner. Entwerfen Sie bei Ovayo Ihre individuellen Trikots und Sportbekleidung in Profiqualität. Ovayo-Produkte werden speziell für Sie genau nach Ihren Vorstellungen hergestellt. Sie können das Design, die Farben, die Beschriftungen frei wählen und Ihre Logos einbinden lassen. Die Trikots können Sie auf der Webseite des Herstellers einfach und bequem selbst gestalten. Der Hersteller stellt dazu einen einfach zu bedienenden Trikot-Konfigurator bereit. Ovayo fertigt in Deutschland und bietet Top-Qualität zum fairen Preis. Das Offroad-Topmodell von Sidi. Für die höchsten Ansprüche entwickelt. Erstklassige Performance durch direkte Kraftübertragung auf die leichte, steife Vollcarbonsohle. Maximaler Tragekomfort durch individuelle Anpassung dank neuer Sidi Techno 3 Technologie. Das Techno 3 System sorgt für eine komfortable und ergonomische Schuhfixierung über die gesamte Länge des Schuhs mittels Nylonkabel und Drehverschluss. Der Oberschuh ist aus hochwertigem, glänzendem Mikrofasermaterial. Der perfekte Schuh für jeden Offroad-Einsatz. Sigma Speedster. Der neue Top-Scheinwerfer der Sigma-Leuchten. Dank neuester Power-LED-Technologie wird die enorme Lichtmenge von bis zu 230 Lumen bei 35 Lux erzeugt. Mit 80 Metern Leuchtweite das perfekte Licht. Über einen USB-Anschluss kann sie an anderen elektronischen Geräten aufgeladen werden. Die Lampe hat eine Straßenverkehrszulassungsordnung und erlaubt damit, im Straßenverkehr beste Sicht ohne Probleme mit den Ordnungshütern zu bekommen. Passend dazu bietet Sigma die neue Rückleuchte Mono RL an. Auch sie verfügt über eine Straßenverkehrszulassungsordnung. Die kleine, leichte und moderne Lampe ist ideal für den täglichen Einsatz. Dank der verstellbaren, abnehmbaren Halterung des integrierten Lithium-Ionen-Akkus mit Micro-USB-Nachladefunktion ist sie immer einsatzbereit. Transost steht für einzigartige MTB-Touren ganz ohne Alpen. Ein Blick auf die Karte genügt, um den Gebirgszug vom Erzgebirge bis zum Schwarzen Meer zu erfassen. Eine Herausforderung, der es sich zu stellen gilt. Auf diesem Weg liegen die MTB-Mehrtagstouren Transost 1, Transost 2 und Transost Classic. Durchfahren Sie mit dem Veranstalter atemberaubende Gebirge, abwechslungsreiche Landschaften sowie eine noch ursprüngliche Kulturregion Mitteleuropas. MTB-Fieber pur. Grenz- und regionsübergreifend. Eine echte Alternative und sportliche Herausforderung. Ein Geschenkgutschein als ideales Weihnachtsgeschenk. Unter www.transost.com erfahren Sie alle Details zu den Touren. Der Extreme Tech MTB Plus ist das Vorzeigemodell bei den Mountainbike-Schuhen von Northwave. Er liefert die besten Schuhtechnologien von Northwave und sorgt somit für Wettkampfleistung auf Profiniveau. Ideal für Cross-Country-Wettkämpfe und Cyclocross. Die ultraleichte Carbonsohle sorgt für optimale Kraftübertragung bei minimalem Gewicht. Der praktische Speed Lace Winch SLW 2 Verschluss lässt ein schnelles und sicheres Verschließen und eine problemlose Einstellung beim Fahren zu. Gezielt platzierte Belüftungsöffnungen sorgen für eine konstante Luftzirkulation und mehr Frische. So, und wir haben was vorbereitet und dazu gehen wir jetzt einfach mal raus in die frische Luft. Bist du dabei? Alles klar. Mucki, kommst mit? Komm. Jetzt müsstest du eigentlich aufstehen, Stroll, ich meine. Hey Leute, wir sind hier bei der Velo Total TV Außenwette angelangt, bei unserem Velo Total TV Duell. Und wir haben das Bergzeitfahren heute mit Mike Kluge. Und würde ich mal sagen, auf die Plätze. Auf die letzte, ja. Hey. Es war ganz hart. War natürlich. Oh. War es ganz hart. Hier, aber es ist enorm, ne? Du musst erstmal in Schwung kommen. Also, ey, das Ding musst du erstmal beschleunigen. Weil zum Anfang. Ja, das ist ja mein Motorrad hier, so quasi. Ich dachte, du kommst gar nicht, aber
dann nachher umso. Bin jetzt ja, echt, ja, cool, muss mir schon Spaß machen. Bin jetzt echt außer Puste, muss ich gestehen. Also mein E-Bike ist auch schon bestellt, mein Fokus. Aber das macht auch Spaß. Jetzt sind wir auch ein bisschen älter, jetzt können wir auch mal sowas fahren, oder? Und macht trotzdem Spaß. Ich finde es wirklich schön, weil also ich kann heute noch so schnell fahren wie damals als Profi, ohne Training. Und genau das meine ich. Wir haben dieses Gefühl von der Geschwindigkeit. Das heißt, dieses Geschwindigkeitsgefühl hast du ja noch intus, im Kopf gespeichert, aber die Muskeln, die sagen ja, Ja, du bist jetzt schon ein bisschen älter, da geht ja nichts, ne? Die Kondition, die Muskulatur, richtig, ja. Und jetzt hast du den Motor, der quasi die Muskeln wieder gleichstellt, wie damals. Und im Ausgleich. Kopf hast du es noch gespeichert und da kommt der Spaß wieder. Deswegen E-Bike positiv, Spaßfaktor 100%. Ja. So, und bei uns geht's hier drunter und drüber von der Velo Total TV Außenwette, jetzt schon wieder im Studio. Und jetzt kommen wir noch zu einem brisanten Thema. International wurden ja die Karten neu gemischt mit der UCI. Wie sieht's eigentlich bei uns in Deutschland aus? Was sagst du zu dem Thema in Deutschland generell mit den Verbänden? Ja, im Grunde, was irgendwie mir die ganzen Jahre immer so ein bisschen fehlt, so diese Leidenschaft, ja, die eigentlich so vom Verband, von der Führung ausgehen sollte. Auch, dass man sich zusammensieht als Einheit und leider auch viel zu oft war es am Fall, dass, oder der Fall, dass es ein Gegeneinander war. Fehlende Transparenz relativ oft, man konnte Entscheidungen nicht nachvollziehen. Und wenn man, ich sag mal, unter solchen Umständen, gerade zu großen Wettkämpfen, zu Weltmeisterschaften, so als Nationalmannschaft kommt, ja, dann ist da sicherlich auch ein Stück Negativ-Energie mit dabei. Und das können manchmal so ein, zwei, drei Punkte sein, die dann manchmal halt einfach mal fehlen, um dann wirklich optimale Leistung zu bringen. Also ich denke mal, das ist ein Thema, was extrem wichtig ist und dass du mit den Sportlern mit der Verbandsführung eigentlich so ein bisschen mehr zusammenrücken sollten, um sich gegenseitig abzustimmen und auch letztendlich auch zu wissen, worum es geht, was ist möglich und wie können wir unseren Sport eigentlich in der heutigen Zeit, wo es ja nun dringend notwendig ist, in eine bessere Position bringen. Also wenn Mike Kluge BDR-Präsident zum Beispiel wäre, würde sich dann massiv was verändern? Ich denke schon. Also auf jeden Fall würde erstmal die Leidenschaft irgendwie wieder zurückkommen. Es wäre wichtig, Vertrauen wieder zu gewinnen zu den Sportlern. Das letztendlich eigentlich durch Transparenz, dass Sachen nachvollziehbar sind, ja. Dass Entscheidungen nicht hinter einem Gremium versteckt werden. Und ich denke, das sind einfach Sachen, die ich selber erlebt habe, oft, die mich sogar ein Jahr mal haben vom Radsport aussteigen lassen, wo ich ein Jahr in Amerika war, wo ich einfach nicht nachvollziehen konnte, was da mit mir passiert mit dem Sport, wo ich immer dachte, die Besten sind ja auch Tatsache bei einer WM oder bei einer Olympiade dabei. Ja, und das war damals, 84. Die haben dich ja abgestempelt als Rebell. Ja. 84. Aber in Wirklichkeit wolltest du ja was Positives, du wolltest ja was verbessern und die vom Bund Deutscher Radfahrer haben gesagt, du bist ein Rebell. Also ich denke mal schon. Ich habe ja auch damals die WM, die Cross-WM 88 boykottiert. Das war so eine riesen Schlammschlacht gewesen. Da mussten wir auf dieser 3-Kilometer-Runde pro Runde 1,5 Kilometer laufen. Und wo ich gesagt habe, das geht an dem Sport vorbei. Da gewinnt nachher der am besten laufen kann. Und da wird das Fahrrad eigentlich zum Handicap. Und aufgrund von dem Boykott dürfte ich dann in dem gleichen Jahr nicht nach Seoul zur Olympiade. Und das sind halt Sachen, die irgendwie schade sind, dass sich da paar schon eigentlich trauen oder einer vielleicht in dem Fall traut, was zu sagen. Also und danach Charakter. Wurden auch die Regularien geändert. Es dürfte ab dem Moment eigentlich nur noch maximal 10% zu laufen sein, was bei 3 Kilometer auch nochmal 300 Meter sind. Aber ich sage mal, von daher eigentlich schon in Ordnung und okay. Aber denn dafür bestraft zu werden, fand ich eigentlich damals schlecht und finde ich eigentlich heute genauso schlecht. Also ich bin der Meinung, ich kenne dich, ich weiß, wie du vermarkten kannst, ich weiß, wie du in der Materie steckst, ich weiß, wie viele verschiedene Facetten, wie facettenreich du bist. Ich bin der Meinung, du könntest gut was verändern, dass der Radsport wieder in den Vordergrund rückt, dass der Radsport wieder interessant gestaltet wird. Ja, also könnte ich mir sehr gut vorstellen bei dir. Ja, aber ich sag mal, so ein Präsidentenjob, der ist auch relativ umfangreich, das darf man trotz alledem nicht vergessen. Und wenn du nicht um dich herum ein Team hast, was mit dir funktioniert und die gleichen Visionen auch lebt,
dann ist es sowieso schwierig. Man wird sehen, was bei der UCI passiert mit dem Cooks, mit dem neuen Präsidenten, der den Pat McQuaid abgelöst hat. Er hat ja schon so ein paar gute Sachen jetzt erstmal ins Spiel gebracht. Er hat irgendwie sein Gehalt irgendwie halbiert von dem, was seine Vorgänger bekommen haben. Frauen haben Mitstimmrecht bei verschiedenen Abstimmungen. Gut, die werden sicherlich das nicht so einfach haben, aber zumindest sind sie jetzt dabei und können auch mal mitreden, was dringend notwendig war. Ja. Und wenn es in die Richtung weitergeht, wenn das dann auch schon nach unten auf die Länder abfärbt, was also ganz oben passiert, dann wäre es sicherlich ein guter Impuls, der dem Radsport mittelfristig und langfristig natürlich helfen würde. Also sollte der Bund Deutscher Radfahrer auf dich zukommen und dich für das Präsidentenamt empfehlen? Na, so weit würde ich jetzt eigentlich gar nicht mehr gehen. Es reicht ja eigentlich schon mitzuwirken, ja, ein Teil von dem System zu werden und zu gucken, wo kann man sich tatsächlich mit einbringen, was würde helfen. Manchmal reicht es ja auch schon einfach, auch Sportler zu motivieren, fachlich, gerade auch so im Cross im Winter. So Fahrtechnik ist ja nach wie vor ein sehr wichtiges Thema, was man nicht unterschätzen sollte, gerade im Offroad-Bereich, ob Mountainbike oder Radcross. Und ich denke mal, da könnte ich schon das eine oder andere vermitteln. Und wenn man sich da in den verschiedenen Bereichen ergänzt und immer das Optimale von den einzelnen Personen abruft, könnte man zusammen bedeutend mehr erreichen und damit einfach wieder mehr Erfolge nach Hause fahren. Sag mal, Jan, wie lange geht die Sendung noch? Ja, eigentlich jetzt vorbei. Ah, okay. Sind wir schon wieder am Ende angelangt. Oh, das ging ja schnell. Ja, absolut. Ja, ich meine, kein Wunder bei dem ganzen Entertain-Faktor hier mit Mike Kluge, mit seinem Hund. Also, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst. War, denke ich, mir die interessanteste Sendung bisher. Und muss ich sagen, Hut ab. Bedanke ich mich auch bei den Zuschauern. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, VeloTotalTV. Und ich wünsche euch schöne Weihnachten und rutscht gutes neue Jahr rein. Schöne Weihnachten noch und guten Rutsch auf alle Fälle. Macht's gut.